hallo ihr Lieben, wir sind auf dem Weg nach Düsseldorf. Düsseldorf, ja, nach Düsseldorf. Weil wir da jetzt anfangen, den neuen Trailer zu drehen für Alarm für Mobile. Ja, mal sehen, wie es wird. Mal gucken. Das Konzept ist toll, kann ich aber nicht verraten. Einen schönen Tag. Tschüss. Cobra, Cobra, Cobra 11. Wahnsinn, dass es sowas gibt seit 1996 bis 2019. Am 14.11.2019 ist es mit einem ganz großen Krach, bumm, zu Ende gegangen. Einige waren geschockt, wurde auch darüber berichtet. Einige haben es hingenommen und einige haben direkt nachbestellt, nämlich die DVD, so wie ich auch. So, Alarm für Cobra 11. Seht ihr selbst? Die erfolgreichste Actionserie Deutschlands. Cobra 11. So, Episode Bomben bei Kilometer 92. Todesfahrt der Linie 834. Hetzjagd. Feuertaufe. Stadt in Angst. Auf eigener Faust. Ist hier drauf die sogenannte, die spannendsten Spielfilme, die spannendsten, jawohl, ihr habt einige gehört, einige habt ihr schon gesehen, mittlerweile hat man die doppelt, aber somit hat man die sogenannte spannendste DVD und sieht halt das alles nochmal. Jetzt habe ich aber eine hier, die ist 15 Jahre alt, 15 Jahre, und zwar Crash, die Anhalterin, Höllenfahrt auf der A4. 15 Jahre für Cobra 11 als Bonus. Und dann für immer und ewig auf Leben und Tod. Ja. Das sollen diejenigen welche sein, die Jubiläumsbox. Das sind also die Filme, die halt nicht gelaufen waren, weil die wohl zu hart waren für RTL. Somit gibt es sie jetzt hier als Jubiläumsausgabe. Wer genau hingeschaut hat, sieht wie jung die Herrschaften da alle waren, besonders hier, ne? Ja, hier genauso, kann man auch sehen, wie jung die alle waren, ja. So, es kommen noch zwei, müssen wir eben gucken, wann die kommen. Ich habe insgesamt alle bestellt, die es mal gegeben hat, diese 15 Jahre Jubiläumsbox, dann die spannendsten Spielfilme, und dann habe ich da noch, warum die noch nicht da ist, weiß ich nicht. Oder habe ich nur die beiden? Muss ich gucken. Wozu haben wir hier Amazon? Amazon ist fast schon wie Cobra 11. Ja. Heiß begehrt. Knöpfchen drücken. Und schon sieht man, was kommt oder was nicht kommt. So, genau. Eine fehlte nämlich noch. Muss ich eben gucken. Immer mit Tom Beck. Also, das waren die heute. Und morgen kommt eine Alarm für Cobra 11 Special Edition, limitierte Auflage mit zwei DVDs. Ja, die kommt morgens. Ja, also Alarm für Cobra 11, die kommt morgen. Und zwar die Special Edition. Special Edition, ja. Das sind die, die niemals im Fernsehen gelaufen sind, weil die irgendwie zu brutal waren. Die hier sind ja normal, die Jubiläum, ne, hier auch, Jubiläum, also die sind normal, die sind auch so gelaufen, die habe ich auch schon gesehen, dann schaue ich es mir halt nochmal an. Ne. Da sind also die Hauptdarsteller nochmal zu sehen. Ja. Ihr seid Fans, was erzähle ich euch eigentlich, weil ihr Fans habt das ja. Also wie gesagt, die andere Alarm für Cobra 11 Sonderedition, Special Edition Volume 1 mit zwei DVDs, was da alles drauf ist, erzähle ich euch dann morgen. Und dann gibt es noch eine, glaube ich. Nein, brauche ich nicht glauben. Genau, dann gibt es noch eine. Sehe ich gerade. Special Edition Alarm für Cobra 11 Volume 3. Meine lieben Freunde, vertut euch nicht mit den Preisen, die sind heavy. Ja, 45 Euro kostet sowas. Die zweite kostet 35 Euro. Special Edition 35 Euro.
Special Edition Volumen 3. Ja, jetzt habe ich hier spannendsten und die spannendsten und die Jubiläumsbox. Und lustigerweise gucke ich mal eben Volumen 3, richtig, haben wir ja geguckt. Merkwürdig. Ja. Ja, also das verstehe ich jetzt nicht. Volumen 2, wer soll denn sein? Steht da nicht. Also Volumen 3 könnte ich bekommen. Volumen 2 müsste ich eben gucken. Ja, das ist die hier, die kostet 42,95. Also zwischen 42 und 45 Euro kosten die Special Editions. Da werde ich morgen eine schon mal zeigen. Und dann die zweite Folge habe ich jetzt nicht gesehen. Man hat mir direkt die dritte gezeigt. Ob man, wenn, dann will ich die auch haben. Die Special Edition 1 bis 3. Die werde ich mir dann auch holen. Und dann, wie gesagt, die beiden hier. Und die werde ich mir also auch wieder gemütlich anschauen. Ist klar. So, in eigener Sache dann noch einmal DSFF. DSF 1989, da war das ja hier, ne? Tada, ja? Da war ein junger Mann hier nebenan, der hat nämlich ein Restaurant, der hat dieses Auto, und Arnold und diverse andere waren dort schon mal essen. Und deswegen kam er im DSF, wie kam ich jetzt darauf, weil im DSF auch Hermann Joa seine Sachen gezeigt hatte mit solchen Fahrzeugen, auch mit solchen Autos, nur sowas hier wird natürlich nicht verschrottet. Das ist natürlich ein Sammlerstück. So, jetzt machen wir mal einen Cut, 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 Schnitt, Schnitt. Da ist sie. Die erste. Wow, über 30 Minuten. Wow. Habt ihr gesehen? Ah, Star Wars, yeah. Star Wars Edition. Ne? Ihr seht, selbst hergestellt. Jawohl. Ha. Aber ist meine, versteht ihr? Die kann ich mir auf großer Leinwand anschauen. Kommt aus türkischen Landen. Könnte Erdogan gewesen sein. Okay, meine lieben Freunde, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sollten in diesem laufenden Video die anderen beiden Zusätze oder dieser eine Zusatz erscheinen, werde ich die dann natürlich euch auch in die laufende Kamera halten. So, es gibt Special Edition, es gibt Sondereditionen, es gibt Sonderboxen, es gibt natürlich die Wahnsinnsdinger, die noch nie gelaufen sind. Und die heiß begehrt sind. Ihr habt es gesehen, 45 Euro, 42 Euro. Hammerteile. Ja, es sind also über 120 Euro nur für drei DVDs. Und da muss man schon tief in die Tasche greifen, um jemanden zu finden, der bereit wäre, 50, 60, 70, 80, 90 Euro auszugeben, nur um an diese DVD zu kommen. Naja, noch einmal, wir sind eine Medienabteilung, wir sind eine Medienfachabteilung, wir machen nicht nur Filme. Wir stellen nicht nur Filme her, sondern wir kümmern uns auch drum für Special Editions. So, und Special Editions müssen nicht immer so teuer sein, um das mal gesagt zu haben. Ja? Diese Sonderedition kam nur mir, kriegt auch keiner, brauchst du gar nicht anrufen. Die bleibt bei mir, die schaue ich mir aber gleich gemütlich an. So, und jetzt bin ich futsch, weg, bis später dann. So, gerade ist Erdogan wieder mit seinem Fahrer unterwegs. Und lieber Erdogan, ich möchte immer noch das Sweatshirt haben, was dein Fahrer da anhat. Ich weiß nicht, ob das eine Jacke ist. Ne? Cobra 11. Ich meine, es ist sehr kalt. Ne? Dein Bärtchen ist ziemlich kahl. Ist wirklich Erdogan, von Erdogan wirklich persönlich. Ich werde das eben auf meine Seite stellen. Ne? Das ist nicht alt. Das ist wirklich vor 15 Minuten. Vor 15 Minuten ist es online gegangen. Ich habe jetzt auch noch keinen Ton gehört, den werde ich jetzt eben zuschalten, damit ihr seht, dass es wirklich echt ist. Ich schalte mal eben zu den Ton. Düsseldorf, gar nicht weit von mir. Ja, nach Düsseldorf. Weil wir da jetzt anfangen, den neuen Trailer zu drehen. Seht ihr den neuen Trailer, seht ihr schon, von Cobra 11. Geil, geil, geil. Mal gucken, das Konzept ist toll. Ich finde das so klasse. Ach, ich finde das so klasse. Das Konzept ist so toll, aber ich darf es nicht verraten. Wisst ihr was? Den Videoclip werde ich gleich aufzeichnen und mit hier einbinden.
Hab ich Lust drauf. Okay, warum mache ich diesen Videoclip? Diesen Videoclip mache ich für Cobra 11, die neue Folge 2020. Und ich mag ihn. Ich mag alle. Es hat so viel Spaß gemacht und ich werde das sicherlich auch mal verraten irgendwann. Und daraufhin mache ich diesen Videoclip. Maya, Anita, wir haben uns heute Morgen ziemlich früh unterhalten. Das steht, das bleibt. Im Dezember machen wir etwas, was sehr lustig ist. Und dieses möchte ich, wie gesagt, jetzt ankündigen. Lasst uns was machen. Wir sind die Old Fans von 96 bis 2019. Lasst uns jetzt die New Fans sein von Cobra 11 mit Pia und vor allen Dingen Erdogan und natürlich Nils auch. Aber Erdogan ist nochmal die Hauptfigur und Erdogan würde ich gerne nochmal kennenlernen. Ja, wenn es auch nur wieder 5 Minuten sind. Damals trug er sein und rauchte dabei und fand er nicht so lustig, weil da Fotos entstanden sind, wo er am Rauchen war. Ist auch egal. Also wie gesagt, wenn man, ich kenne keinen, also aus Sicherheitsgründen sage ich hier vor laufender Kamera, ich kenne keinen, ich kenne auch keinen Menschen. Ich habe das große Vergnügen, mal daneben stehen zu dürfen oder weil sie auf mich zukommen, du, ich brauche etwas. Ja, eine Filmaufnahme oder das, was ich jetzt gleich machen werde, aufzeichnen und das hier mit einbinden. Sowas ist halt mein Beruf. Ich habe auch gerade wieder zig Sachen gemacht, eine Stunde lang schon. Und in dieser Stunde, wie gesagt, habe ich auch viele Sachen. Wir haben uns unterhalten. Ich habe auch wieder Geheimadressen bekommen, wo ich mir was besorgen kann. Ist halt so in der Blogger-Szene, ist das halt so. Jetzt Vodafone und Telekom und so weiter fangen jetzt an, alles zu löschen. Ist auch auf eine Art gut so, weil ich bin ein Typ, der gerne bezahlt für das, was ich da mir besorge. Und dieses Raubgedöne mag ich nicht. Ich schaue es mir an, wenn es öffentlich ist, so wie jetzt. Das ist öffentlich. Erdogan hat es gerade vor 15 Minuten online gestellt. Und ich nehme es jetzt auf. Und könnt ihr jetzt anschließend sehen. Ich hoffe, kommt kein Kunde rein. Wenn, dann muss ich halt unterbrechen. Dann mache ich das so lange, wie ich es habe. Dann muss ich halt schneiden wie ein Weltmeister. Aber auch nicht so schlimm. So, im Dezember würde ich gerne mit Anita und Maya ein Special-Video machen. Und dieses dann dem Erdogan und Nils schenken, zukommen lassen. Die anderen weiß ich nicht, wo die leben, wohnen. Könnte man dann vielleicht mal herausbekommen. Dann kann man denen auch so ein wunderschönes Geschenk machen. Weil ich möchte mich auch einfach mal bedanken für so viele Jahre Cobra 11. Das hat so viel Spaß gemacht, zuzuschauen und alle mal so miterlebt und gesehen. Okay, das war 95. Aber egal, da waren andere Darsteller. Und danach kamen die anderen. Tom Beck ist ein lustiger Typ, auch von Natur aus. Und Oliver Pocher, naja, der ist, wie er ist. War auch nicht so bei Cobra, war ja nur ein paar Folgen. Hat halt Gelegenheit gehabt, da mal mitmachen zu dürfen. Und die anderen, wie gesagt, sind alle auf eine Art. Okay, sind natürlich distanziert, müssen sie auch sein, weil Fans können schon mal aus dem Ruder laufen und da muss jeder halt, geht nicht anders. Umso größer man im Showbild ist, umso mehr muss man aufpassen. So, also, wie gesagt, bedanke mich zusammen recht herzlich. Jetzt kommt das eben, jetzt zeichne ich das eben auf und dann könnt ihr im Anschluss das sehen. Okay, mache ich. Hallo, hallo ihr Lieben, wir sind auf dem Weg nach Düsseldorf. Düsseldorf, ja, nach Düsseldorf. Weil wir da jetzt anfangen, den neuen Trailer zu drehen für Alarm für Cobra 11. Ja, mal sehen, wie es wird. Mal gucken. Das Konzept ist toll, kann ich aber nicht verraten. Einen schönen Tag. Tschüss. So, total ungeschnitten, habt ihr es jetzt gesehen. Ich habe es eben kurz abgefilmt. Läuft aber auf der Cobra 11 Fanseite von uns. Ich finde Erdogan klasse, diese Spontanität, er ist ein Funskerl, ist unheimlich lustig, kann auch ernst sein, das ist klar, kann jeder. Aber er ist ein toller Schauspieler und er kommt auch wunderbar rüber und macht also auch Spaß, ihn mal kennenzulernen. Wer das große Vergnügen hat, ihn kennenzulernen, weiß, wovon ich spreche. So, meiner einer ist ein Admin, meiner einer ist ein Unternehmer, meiner einer hat einen Shop, meiner einer ist für die Kunden da und somit ist die Welt hier etwas anders und ich bin leider nicht der Fan aller Fans in den Augen der Schauspieler,
weil halt hier eine andere Struktur ist. Ich bin sowas ähnliches wie Hermann Johr, dem eine Firma gehört, wie Action Concept ihm gehört und wie dieses Medienhaus hier mir gehört. Und wie gesagt, Mini-Studios, eher Riesenstudios, riesige Explosionen hier, Fantasie-Explosion, also aus dem Blue Green Room Special Effect kann nichts passieren, kann man also machen. Man kann also anfangen zu brennen und explodieren, man kann durch die Gegend fliegen, weil alles in einem grünen oder blauen Raum. So. Wie gesagt, so einfach ist es nicht. Ich habe ihn zwar mal eingeladen, aus Spaß. Dann könnt ihr ja mal auf der A40 mal hier kurz vorbeikommen. Braucht nur zweimal abbiegen, ist er hier. Was natürlich nicht stattfinden wird, weil das sind Stars. Vergesst es bitte nicht. Es sind Stars. Und es ist halt so. Hallo. Morgen. Morgen. So, auf dem Weg gerade eingebucht. Maya, Anita und meine einer werden Erdogan und Nils sicherlich eine tolle Überraschung machen, die wir ihm dann auch zugänglich, weil Maya und Anita wissen ja, gerade so eben bestätigt, hat der Piep gemacht, kann man, okay, Uhrzeit ist gebucht, alles ist gebucht, Anita und Maya und meine einer werden dann Nils, Körbin und Erdogan Atalay familienmäßig, freundschaftsmäßig, fanmäßig, weihnachtlich 2019 eine tolle Sache machen. Ich werde mir sicherlich ein Drehbuch ausdenken. Sehr gut. Na? Muss ich bestätigen. So, also wie gesagt, ist gebucht, wird gemacht. Erdogan Atalay und Nils Körbin bekommen da etwas zelebriert. Ich werde mir sicherlich was ausdenken. Ich habe 6 Tage Zeit, ein Mini-Drehbuch zu schreiben für Anita, für Maya und meine einer, um dann irgendetwas auf den Weg zu bringen für Cobra 11, für Erdogan und Nils. So, sind ja die einzigen, die jetzt übrig geblieben. Die anderen Adressen habe ich nicht. Sollte uns an dem Tag, wo wir das machen werden, oder die Damen wissen, wo die da irgendwie oder wen sie ansprechen können, damit auch die etwas bekommen könnten, dann kann ich natürlich auch hier vor Ort produzieren. Ne? Hallo, Grüße. Hallo.